Meine herzallerliebsten Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück bei City Skylines. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich das jetzt ein bisschen, gar nicht so leicht, hierhin zurückzukommen zu City Skylines, denn ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass die letzten Tage dominiert wurden von dem Release von GTA. Das hat man natürlich auch an meinem Kanal gesehen, da kamen viele GTA-Videos und kein City Skylines mehr. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich meine treuen City Skylines-Zuschauer irgendwie, im Stich lasse oder sowas. Also es geht natürlich weiter hier, das war jetzt mal so ein bisschen Ausnahmezustand. Ich denke, ihr versteht das, weil das war halt irgendwie das Projekt GTA 5, was mein Kanal groß gemacht hat. Und insofern ist das für mich ein wichtiges Spiel und ich möchte da gerne viel machen. Trotzdem geht es natürlich bei Skylines weiter. Und insofern sorry, dass da jetzt eine Zeit lang nichts kam. Denn das Spiel hier finde ich auch immer noch richtig super und auch das macht mir richtig viel Bock. Und es ist eigentlich eine coole Sache, weil wir dadurch momentan coole Spiele haben. Mehrere coole Spiele haben, die mir richtig viel Spaß machen. So, also, wie war es denn bei Skylines? Ich muss mich so ein bisschen zurückerinnern. Ich erinnere mich an den Part 36, das war glaube ich der letzte. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann hieß der Part irgendwie komplizierte Industrie oder sowas. Und wir haben angefangen, dass wir hier drüben, ja, eine Anbindung machen an diese Insel. Also wir hatten diese Insel freigeschaltet, beziehungsweise das war schon die erste schwierige Sache, diese Insel freizuschalten. Denn dafür brauchten wir 55.000 Einwohner, um das nächste Gebiet aufdecken zu dürfen. Die haben wir dann bekommen und haben uns hier diese Insel geholt. Denn sonst hätten wir nämlich die Insel da nehmen müssen. Und da hätten wir dann eine Anbindung von Little Manhattan machen müssen. Dann wäre es sehr krass geworden mit dem Stau. Insofern war ich dankbar, dass wir das jetzt hier drüben anbinden können. Dann kam ein Tipp vom guten Maximilian, dem XM97, der den ersten Wochencontest gewonnen hat. Und der meinte, dass das mit den Einbahnstraßen gar nicht so clever ist. Ich war der Meinung, gibt nichts Besseres, weil die können nur in eine Richtung und dann kann es auch keinen Stau geben. Er meinte, das gibt wohl Stau. Insofern, der kennt sich aus mit dem Spiel. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin, wie er das gesagt hat. Und ich werde da etwas bauen, was er gesagt hat, was ich bauen soll, nämlich diese Straße hier, die mit den zwei Bahnen und dann Bäumen. Denn er sagte, dass diese Straße ja dann quasi, ja, wie zwei Einbahnstraßen funktioniert, weil die Leute ja nicht die Spuren wechseln. Also man hat halt einmal in die Richtung und einmal in die andere Richtung. Mehr geht ja auch nicht, die kommen da nicht rüber. Ja, mache ich jetzt einfach mal so, er hat das gesagt und wir gucken mal. Aber das Problem ist so ein bisschen, dass ich jetzt hier die Gleise dann doch nochmal wegmachen muss, weil wir sonst nicht upgraden können. Ach so, genau, hier will er nicht, ah ja, genau, da upgradet er nicht, weil das quasi Brücke ist und das heißt, da wachsen keine Bäume. Er kommt aber aufs Gleiche raus und okay, das ist soweit gut. Hier könnte man jetzt auch mit so einer Straße runter, muss aber ja gar nicht, aber wir können ja dann hier... Wobei, ich glaube, die würde ich schon so lassen. Müssen wir jetzt eigentlich, sind hier noch Ampeln irgendwie? Da sind keine Ampeln, da sind Ampeln. Joa, da sind auch keine Ampeln, da sind auch keine Ampeln. Ich würde sagen, dann lassen wir das erstmal so und gucken mal, ob das so funktioniert. Wenn da irgendwie so noch irgendwas aufkommt, wo ich sage, okay, das und das müssen wir noch ändern, dann ändern wir es noch. Aber der hat das so geschrieben und ja, vielleicht klappt das ja so, vielleicht hat er ja recht. Jetzt wird es wieder interessant. Boah, was geht denn hier mit den Gleisen ab, hör mal. Ich muss jetzt mir überlegen, wie wir jetzt hier rüberkommen wieder. Also, wir wollen natürlich hier rüber, aber das klappt jetzt nicht mehr so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Muss ich mal schauen, dass ich hier rumkomme. Wieso will er jetzt da nicht rum? Doch, will er. Okay. Ja, man muss halt so ein bisschen schieben und drücken und irgendwann geht's dann. Aber es ist nicht so leicht. So, jetzt haben wir es aber. Das sind halt jetzt zwei Parallelen und der eine fährt dann halt so eine leichte Kurve. Sieht ziemlich krass aus. Der fährt dann hier so runter, dann wieder hoch, dann wieder runter. Aber es wird ja funktionieren. Im Endeffekt habe ich jetzt die Straße ausgetauscht. So, die brauchen noch Strom. Ich hatte ja schon überlegt, genau, der Hafen braucht auch Strom. Ich hatte ja auch schon mal überlegt, ein Atomkraftwerk zu bauen. Sollen wir nicht einfach... Doch, hatte ich doch überlegt, ne? Hatte ich überlegt. Habe ich das schon erzählt? Ich weiß es nicht mehr. Der letzte Bart ist schon ein bisschen her. Ich baue jetzt ein Atomkraftwerk. Das wollten viele haben. Es wird wahrscheinlich auch einige geben, die sagen, oh mein Gott. Aber das hatte ich auch im Livestream gemacht. Und das, die Atomkraft ist ja hier in diesem Spiel saubere Energie. Macht zwar ein bisschen Lärm, aber ist sauber. Bauen wir mal hier vorne irgendwie hin. Da wird dann später ja noch, die Insel wird ja später noch besetzt und dann bebaut. Dann ändert sich das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen. Aber vorerst kann das ja einfach da drüben mal produzieren und dann hier Strom auf unsere Insel rüber liefern. So, die haben Strom und dann brauchen wir natürlich hier drüben auch Strom, die haben auch Strom. Also Strom wäre dann schon mal gesichert, Wasser haben wir sowieso. Das Problem ist noch so ein bisschen,
dass das Atomkraftwerk natürlich auch Wasser braucht. Und zwar nicht nur wenig, sondern ordentlich. So, Wasser hat das auch. Ja, dann haben wir jetzt hier die Anbindung an den Hafen. Die sollten alle Strom haben. Wir haben Bahnhöfe, wir haben zwei Häfen. Das heißt, der Rest kann jetzt hier bebaut werden mit, ja, mit Industrie. Jetzt wollte ich mal eben schauen, dass wir hier diesen Kreisel noch machen. Der hat sich da nämlich irgendwie entfernt. Kann man ja eben selber wieder zuziehen sozusagen. Das geht ja easy. Wobei er hier nicht rüber möchte. Doch, wenn wir aber so machen, dann geht's ja. Brauchen wir ja eigentlich auch gar nicht, ne? Wir müssen ja gar nicht drüber, aber warum nicht? Komisch, wenn er manchmal nicht bauen will. Also manchmal muss ich das nicht verstehen, aber das ist, ja. Weil die sind dann teilweise schon da und dann muss man sie wieder wegmachen und komische Sachen teilweise. Okay, das haben wir. Wir können ja mal schauen, vielleicht können wir sogar, ich weiß nicht, ob das funktioniert, theoretisch. Ob man hier einen Fußweg sozusagen an den Hafen machen kann oder halt hier rüber. So dahin, dass das hier so rüber geht. Ich weiß nicht, ob das benutzt wird. Sehen wir dann. Jetzt bräuchten wir noch natürlich die Anbindung außerhalb, müssen wir noch machen. Die, beziehungsweise die Züge sind ja schon angebunden. Was wir aber noch brauchen. Ja, eine Sache war noch, okay, eine Sache war noch, was Züge betrifft. Die möchte ich gerne umsetzen demnächst mal. Ich habe ja auch noch andere Ideen, zum Beispiel die Autobahn da drüben hochzulegen und solche Sachen. Aber eine Sache war noch die Züge betreffend, die auch, glaube ich, der Maximilian geschrieben hatte. Und zwar geht es darum, dass ja immer wieder Züge von außerhalb kommen, diese Orangenen, die Touristen reinbringen. Und es ist wohl eine gute Möglichkeit, wie man Zugstau vermeiden kann, indem man eben hingeht und die Außengleise, die also von außerhalb kommen, gar nicht mit dem Innennetz verbindet, sondern indem man also die, die von außen kommen, jetzt haben wir ja hier nur da einen Zubringer und da einen Zubringer und okay, doch, wir haben drei Zubringer, die aber im Endeffekt an ein Gleis kommen. Also das ist einmal das Gleis und das ist einmal das Gleis. Und die beiden könnte man verbinden und das werden wir auch machen. Und dann macht man also einen Bahnhof und dann an der anderen Seite direkt wieder einen Bahnhof, der dann aber angebunden ist an das stadtinterne Netz. Also, dass die orangenen Züge gar nicht in die Stadt rein können, dadurch vermeidet man wieder Stau. Ist eine gute Sache. Ich weiß nicht, ob es verständlich war, was ich sagen wollte, aber das machen wir noch. Aber erst einmal. Ja, erst einmal. An wo will ich denn eigentlich an die Autobahn dran? Habe ich mir das schon überlegt? Noch nicht so richtig, ne? Wir müssen wahrscheinlich erstmal an diese Straße dran und später können wir dann noch eine Autobahnanbindung machen. Es geht ja erstmal nur darum, dass die hier auf diese Insel eben nur einspurig fahren. Und vor allem, dass wir den Verkehr so ein bisschen trennen, so ein bisschen separieren, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel hier... Warte mal, das ist ja die Spur raus, ne? Genau, das ist die Spur raus. Und die Spur raus können wir ja einfach mal hier in Richtung Stadt leiten, ne? Da können wir jetzt hier die Ampel wegmachen. Das heißt, die fahren auf jeden Fall da raus. Und dann können die halt hier weiterfahren und, ne, dann ist das, verteilt sich das so ein bisschen. Und rein in die Stadt machen wir dann aber von woanders. Das muss dann nämlich von, sagen wir mal, hier oben kommen. Und dadurch hat man nämlich dann, also wir bauen ja jetzt hier momentan eh nichts. Dadurch hat man dann so ein bisschen Entlastung, dass nicht alles auf einmal ist. Dass da Ausgang ist, da Eingang und dadurch kommt man so ein bisschen, kommen die sich nicht so sehr in die Quere. Beziehungsweise jetzt muss ich ja hier rüber. Mal gucken, dass wir hier über die Gleise kommen. Geht aber, kein Problem. So, und dann würde ich sagen, binden wir einfach hier an. So, also jetzt haben wir, das ist jetzt nicht sonderlich schön. Gut, das hier kann man schöner bauen, da habt ihr recht. Das kann man sicherlich schöner bauen. So, jetzt haben wir es schöner gebaut. Also, ist jetzt ein bisschen abgespaced, aber die Idee dahinter ist halt, dass die hier reinfahren und auch nur da rein können und da wieder raus müssen. Das heißt, wir haben nicht Eingang und Ausgang an derselben Stelle, weil wirklich die Industrie ist überkrass, was Verkehr angeht. Ich weiß auch nicht, was genau da abgeht, aber mit den Häfen und so, da wird so viel Verkehr produziert, dass das nicht mehr normal ist. So. Ja, und dann würde ich jetzt einfach von hier aus wieder abgehen. Ich würde jetzt gar nicht diese Straße nochmal angehen, damit wir da möglichst wenig Kreuzungen haben, dass das wirklich nur für diese Ecke zuständig ist. Und dann machen wir hier Straßen von ab, die aber halt eigenständig sind. Also, genau, das, ja, ist, glaube ich, verständlich. Also. Schauen wir mal, dass wir hier einfach mal die Insel bebauen. Kann ja erstmal geschehen, wie auch immer. Da werden wir natürlich dann den Hafen dran anbinden. So, sonderlich schön muss das auch gar nicht werden. Das ist das Gute daran. Das muss nicht unbedingt schön werden. Also, wir machen einmal eine Anbindung da und einmal eine Anbindung da. Das heißt, die können jetzt gar nicht... Ja gut, das können wir wegmachen hier.
Das heißt, die können jetzt hier, wenn die da reinfahren, dann haben wir da gar keine weiteren Kreuzungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese noch verbinden würde, hätten wir wieder eine Kreuzung mehr. Es würde wieder für mehr Stau sorgen. Und gerade diesen Teil hier, den müssen wir freihalten. So. Und jetzt würde ich dann einfach per Einbahnstraßen... Genau, weil die können ja den Rest können die ja selber machen. Okay, dann würde ich jetzt per Einbahnstraßen hier durchbauen. Ich weiß noch nicht, ob das so sinnvoll ist, was ich hier mache, aber das werden wir dann sehen. Die Insel ist halt auch nicht so sonderlich groß. Man muss sich halt eben überlegen, wie man sie überhaupt bebauen kann. Und genau das mache ich. Mir überlegen, wie man die bebauen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier, können die jetzt nur rüber. Aber die können ja trotzdem... Ja, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Vielleicht versuchen wir es erstmal mit ohne Einbahnstraße und dann gucken wir, ob es läuft. Wenn es zu krass ist, dann machen wir Einbahnstraße. Aber erstmal versuche ich es ohne. Und vor allem, wir müssen ja auch darauf achten, dass die Industrie hier, die wollen ja auch noch so Sachen wie Parks, Feuerwehr, U-Bahn-Anbindungen, Busse am besten auch noch. Also die müssen auch noch schauen, dass wir das alles noch irgendwie geregelt kriegen. Aber ich baue jetzt erstmal hier die Insel zu und dann sehen wir weiter. Dann gebe ich erstmal Industrieflächen frei, denn wir brauchen auf jeden Fall Industrie. Und das, alles weitere wird dann noch irgendwie geplant. So, jetzt machen wir hier noch einen durch. Und dann haben wir ja zumindest sehr viel bebaubare Fläche. Ist jetzt nicht so sonderlich schön. Sieht jetzt so ein bisschen wie so ein Alien aus oder wie so ein... Ja, aber ich weiß es nicht. Ist auch egal. Hier können wir noch ein bisschen diese Anbindungen machen. Also sozusagen hier runter. An diese Straße runter und man kann natürlich auch noch hier rübergehen nach dort drüben, wenn man das möchte. Und dann kann man hier auch noch runtergehen. Ist jetzt so ein bisschen selbst gebaut, aber es funktioniert ja. So, damit haben wir das erstmal. Strom wird ja dann überschlagen. Ich weise jetzt erst einmal Industrieflächen zu. Und zwar die ganze Insel erst einmal. So, soll theoretisch alles Industrie werden, wobei das hier hinten bitte nicht. Also das, was hier so ganz arg an dem... Beziehungsweise machen wir erstmal gar nicht hier hinten. Machen wir erstmal diese Straße gar nicht. Gucken wir erstmal, ob der Verkehr okay ist. Und wenn wir merken, der Verkehr ist okay, dann können wir immer noch hier ganz hinten auch noch Industrieflächen zuweisen. Aber vielleicht erstmal nicht. So. Haben wir jetzt nur da drüben Industrie. Und hier haben wir die Verkehrssachen. Und jetzt brauchen wir hier drüben aber... Also wir haben Strom, wir haben Wasser. Wir brauchen auch, glaube ich, Müll. Meine ich. Machen wir zumindest mal und gucken mal, ob das was bringt. Ich glaube, wir brauchen Müll. Dann brauchen wir auf jeden Fall Feuerwehr, weil da stehen die komplett drauf. Die brauchen Feuerwehr, sonst sind die unglücklich. Dann brauchen die auch Parks, lustigerweise. Dann sind sie auch glücklicher. Insofern gucken wir mal, was wir alles machen können, um die glücklich zu machen. Ich baue jetzt erstmal die Sachen und dann baue ich die Industrie. Also hier sind viele Zweierflächen, die man gut mit Parks bebauen kann. Das heißt, wir sollten die eigentlich ganz glücklich kriegen. Sehen wir dann. Ja, hier drüben nicht. Da ist noch ein Zweier. Da ist noch ein Zweier. So, haben wir jetzt zumindest ein paar Parks hier und ich denke, dann sind die auf jeden Fall ein bisschen glücklicher. Jetzt warten wir einfach mal ab. Wir haben ja die Anbindung gemacht. Wir haben die Zuganbindung, wir haben die Autobahnanbindung. Das heißt, die können mit Autos drauf, die können mit Zügen drauf, die können mit Schiffen hin. Strom sollte funktionieren. Hier müssen wir natürlich noch die Anbindung machen. Und die Industrie entsteht auch sofort. Sieht man schon, sofort entsteht die Industrie. Aber dann werde ich jetzt diese Anbindung natürlich hier direkt an die Kreuzung machen. Dann haben wir nämlich da uns den Weg gespart. So, und die Ampeln mache ich dann noch weg. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Also der Strom, wie gesagt, sollte überschlagen. Wir haben ja das Atomkraftwerk, das braucht mehr Wasser. Hat das nicht genug? Ich meine, wir sind ja angebunden, aber es kann sein, dass das Wasser nicht reicht. Denn so ein Atomkraftwerk braucht viel Wasser. Wir können natürlich gerne hier noch Pumpstationen bauen. Wenn ihr möchtet. Dreck ist hier drüben ja noch nicht momentan. Können wir ja mal machen. So, jetzt sollte das eigentlich genug Strom kriegen, also genug Wasser kriegen und dann genug Strom produzieren, so rum. Wir haben jetzt zumindest genug Wasser. Abwasser müssen wir dann noch machen. Wo haben wir denn eigentlich unser Abwasser? Hier drüben. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass das nicht darüber zieht, aber momentan geht's ja noch. Machen wir mal eine mehr. So, man könnte auch das Budget noch erhöhen, aber machen wir es erstmal so. Ich denke, damit sind Abwasser und Wasser erstmal geklärt. Strom, wie gesagt, sollte ihr dann überschlagen. Sobald da übergeschlagen ist, zack, haben alle Strom, auch die Bahnhöfe und der Hafen und so weiter. Und das heißt hier, brauchen wir dann auch die Leitungen bald nicht mehr. Noch brauchen wir sie, bald brauchen wir sie nicht mehr. Beziehungsweise hier drüben brauchen wir sie jetzt schon nicht mehr. Lustig, wie schon jetzt gar keine Nachfrage mehr nach Industrie besteht, obwohl wir gerade mal so ein paar Dinger gebaut haben, ne? Null. Keine Nachfrage, null.
Dabei habe ich das gerade erst gebaut. Naja, wir müssen jetzt darauf achten, dass die vor allem Stufe 3 werden. Denn sonst bringen die uns nichts. Wir brauchen, also der ist jetzt zum Beispiel Stufe 2. Da brauchen die gebildete Arbeiter. Und der hier, also die steigen schon auf. Der ist Stufe 1, der braucht zum Beispiel ungebildete Arbeiter. Und das ist eben das Problem. Wir brauchen Dreierindustrie, die also hochgebildete Arbeiter braucht. Denn wir haben ja zu wie viel Prozent hochgebildete? Zu 57%. Insofern brauchen wir keine Stufe 1er Industrie, sondern Stufe 3er Industrie. So, mal schauen. Die Industrie steigt schon fleißig auf. Die sollten auch an sich glücklich sein. Was wir natürlich machen, ist jetzt hier eine Richtlinie zu, also einen Bezirk zu erstellen. Ups, das war ein bisschen weit. So, man könnte jetzt auch hier eine Industrie zuweisen. Wir könnten zum Beispiel auch hier, das war glaube ich eigentlich mal der Plan, mache ich jetzt aber erstmal nicht. Man könnte hier, genau, man könnte hier auch eine Ölindustrie hochziehen. Möchte ich aber jetzt erstmal gar nicht, sondern wir bleiben mal bei der normalen Industrie. Und Ausblickhügel soll das nicht heißen, sondern nennen wir mal Dystopia, weil das so industriemäßig ist. Jetzt haben sie wieder keinen Strom, muss ich gleich mal schauen. Vielleicht hat das Atomkraftwerk kein Wasser oder solche Sachen. Richtlinien. Und zwar hätte ich gerne hier die Industrieflächenplanung. Und verbieten Sie starkes Verkehrsaufkommen in einem Gebiet. Sorgen Sie dafür, dass es optionale Routen gibt, denn die Geschäfte in der Stadt müssen in der Lage sein, Lieferungen zu empfangen und abzuschicken. Schwere Transportfahrzeuge sind nicht gestattet. Nee, das brauchen wir ja, genau. Ansonsten können wir noch die Steuern für... Ach nee, kann man glaube ich gar nicht, ne? Steuern für Industriegebiete kann man glaube ich gar nicht senken. Gibt's sonst noch was, was die brauchen könnten? Eigentlich nicht wirklich, ne? Nahverkehr vielleicht, aber wieso haben wir denn keinen Strom mehr? Wieso produziert er keinen Strom? Ach so, weil er kein Abwasser hat. Hä, aber wieso das denn? Wir haben doch Abwasser da drüben. Oder ist dem das zu weit? Ich meine, das ist alles miteinander verbunden. Abwasserstau. Warum hat er... Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Abwasserstau, Abwasserstau. Eigentlich dürfte der doch keinen Abwasserstau haben. Ich baue mal da oben ein und dann gucken wir mal, was passiert. Dafür braucht der natürlich Strom. Das ist wieder so ein Teufelskreis, aber... So, jetzt produziert der wieder Strom, dann produziert der auch Abwasser. Und... Ja, komisch. Weiß ich nicht. Also die pumpen auf jeden Fall Wasser rein. Hier kommen auch die ersten Containerschiffe an. Das ist schon mal gut. Da fahren auch schon LKWs rein und raus. Oh ja, seht das? Das meine ich. Das meine ich. Man hat gerade erst angefangen und schon staut es sich hier ohne Ende. Das ist wirklich krass. Das ist halt eben die... das sind halt eben die Häfen. Enorm. Enorm, wie viel Stau da direkt kommt. Aus dem Nichts. Krass. Ist das krass. Guck mal, die kommen da einfach am fließenden Band raus. Und kommen aber nicht weiter. Weil hier so viele auch reinkommen von außerhalb, dass die da nicht hinkommen. Das heißt, der Verkehr, der Kreisverkehr ist zwar an sich ganz gut gedacht, aber noch ist er nicht so richtig in Betrieb. Aber Ampeln haben wir ja keine, ne? Nee, Ampeln haben wir keine. Aber irgendwie trotzdem gibt es noch ein bisschen Probleme. Na gut, müssen wir mal beobachten. Also ich meine, es wird natürlich vor allem viel Verkehr, sobald ein Schiff ankommt, aber das war genau das, warum ich hier gebaut habe, ne? Weil eben so viel Verkehr von den Schiffen immer runterkommt. Na gut, müssen wir mal beobachten. Auf jeden Fall haben wir hier schon Stufe 3er Industrie, das ist genau das, was ich wollte. Hochgebildete 16 Stück, hier 3er Industrie, 3er Industrie, 3er Industrie. Also teilweise steigen die schon auf oder die meisten sind schon aufgestiegen auf Stufe 3 und das ist das, was wir brauchen können. Den Rest können wir nicht brauchen. Ich werde noch schauen, dass wir natürlich eine U-Bahn-Anbindung bauen, dass wir eine Bus-Anbindung bauen und vielleicht sogar einen Personenzug, eine Personenzug-Anbindung. Ja, und ansonsten würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss. Wir bauen ja tatsächlich mehrere U-Bahn-Stationen dran. Die Frage wird nur noch sein, ob wir hier überhaupt gut draufkommen, aber das sehen wir gleich. Wisst ihr, was ich meine? Ob wir hier überhaupt... Also, hier drauf werde ich wahrscheinlich einen Kreis hinkriegen, aber... Genau, da komme ich dran und ich werde wahrscheinlich auch von dem da dran kommen. Wir können also zumindest hier eine interne Linie erstellen, aber das ist noch nicht das, was wir möchten. Nö, also ich könnte jetzt hier im Kreis fahren. Das können wir machen. Können wir sowieso machen. Können die ja ruhig machen. Also, du... Kostet ja nicht unbedingt viel mehr, aber... Ob die das nutzen, ist eine andere Frage. Aber die können ja zumindest hier im Kreis fahren. So. Haben wir eine kleine Linie. Und dann werde ich aber natürlich schauen, dass wir auch eine Anbindung nach außen kriegen.
Also machen wir die mal wieder weiß und schwarz. Das habe ich zwar öfter schon, aber dann sieht man sehr gut, was was ist. Huch, jetzt zeigt er mir die Linie nicht mehr an. Huch, wenn ich die schwarz mache, zeigt er mir die nicht an. Okay. Komisch, dann mache ich die halt knallrot. So. Also, die fahren hier im Kreis. Ist noch nicht unbedingt das, was wir brauchen, sondern wir brauchen dann eine Anbindung nach außen natürlich. Die werden wir noch bauen und wir werden schauen, ob die Industrie glücklich ist, wie sie glücklich werden kann, was wir denen noch geben können. Und das hier ist natürlich krass, aber genau das war der Grund, warum ich so gebaut habe. Und wie wir das jetzt in den Griff kriegen, das müssen wir schauen. Das ist gar nicht unbedingt der Hafen, der so viel Verkehr macht, sondern das ist vor allem hier der Bahnhof. Und dann kommt das halt mit dem hier zusammen. Da wollen sie rein, da wollen sie rein und dann wird's zu viel. Na gut, wir schauen mal. Ich bin erstmal raus aus Skylines, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, schaltet wieder ein. Euer Walle, bye bye. Wow! Oh mein Gott! Alter, es ist ja nicht zu glauben. Wieso sind denn die Sounds in der Ego-Perspektive so viel tausendmal geiler?